Ja, gut. Wir haben jetzt dazu auch noch einen Vortrag vorbereitet und nicht nur was zum Angucken. Feuer ist nicht Und zum Angucken. also, doch auch, aber jetzt auch zum Zuhören. Also Ja. jetzt Klappe halten. Der Vortrag ist mehr so zum Zuhören. Ja. Eigentlich das Wesentliche habt ihr ja gerade schon gesehen. Ich hatte irgendwie die Idee, es gibt ja sowas Lustiges wie Spiegel und da kann man tolle Dinge mitmachen. Und dann war meine erste Idee, ich schleife einen Parabolspiegel so lange, wie dass ich einen Spiegel habe. Also, weil Satellitenschüsseln sind zwar parabol geformt, sie haben allerdings den Nachteil, dass sie nicht im optischen Bereich spiegelnd sind. Zum Glück im Normalfall. Eigentlich will man das nicht. Während sie im optischen, also es gibt Leute, die haben so tolle Spiegelfarbe drauf gemalt auf ihren Spiegel, auf ihren Parabolspiegel, also auf dieser Satellitenschüssel, weil sie meinten, das wäre optisch total toll. Irgendwann stand dann die Sonne genau richtig und dann ist deren Empfänger geschmolzen. Ja. Genau. Warum das so passiert, ne? Das, ich glaube, ist auf der nächsten Folie, oder? So ungefähr. Naja, also jeder kennt, glaube ich, diese Solarpaneele, diese Photovoltaikanlagen, mit denen Sonnenenergie in Strom umgewandelt werden soll. Warum das in irgendeiner Form Sinn machen könnte, ist einfach, die Sonne strahlt sehr viel Licht ab. Es kommen ungefähr 1300 Watt pro Quadratmeter beim Abstand der Erde an Energie im Sonnenlicht. Wenn man jetzt sich anguckt, so auf dem Erdboden kommt nicht alles davon an. Das sind dann irgendwie je nach Witterung 700 bis 1000 Watt pro Quadratmeter. Wie viel, Und wann sind es 700 und wann sind es 1000? wenn es nicht bewölkt ist und komplett klarer Himmel ist, dann sind es 1000. Und 700 ist, wenn es ein bisschen bewölkt ist, so dass man es nicht wirklich so richtig störend wahrnimmt. Okay. Und ein großer Vorteil ist, dass die Sonne sehr weit weg ist und das Licht, was hier ankommt, ist sehr parallel. Also die Lichtstrahlen sind sehr parallel zueinander. Wenn es jetzt bewölkt ist, dann kommt zwar immer noch viel Energie an, aber es ist eher diffuses Licht, das ist nicht mehr so parallel. Das heißt, wir brauchen genau das Sonnenlicht, was direkt von der Sonne kommt, weil das parallel ist. Ja. Und unser Spiegel hat jetzt ungefähr 0,3 Quadratmeter Fläche, auf dem gespiegelt wird. Das macht ungefähr 200 bis 300 Watt je nach Wetter an Energie. Und hier sieht man, warum funktioniert ein Parabolspiegel. Und zwar, wenn man sich eine Parabel anguckt, dann hat die einen sogenannten Brennpunkt. Und wenn man parallele Lichtstrahlen hat, dann werden, egal wo auf der Parabel der Spiegel ist, immer Egal, wo auf sie auftreten. denselben Brennpunkt reflektiert. Das ist hier aufgezeichnet. Also die parallelen Streifen, die von oben kommen, das sind sozusagen die Lichtstrahlen. Und diese Parabel, das ist sozusagen unser Spiegel. Nur, dass unser Spiegel ein bisschen mehr Also gestreckt unser ist. Spiegel ist nur ganz, ganz eng in dem Bereich, ganz unten neben dem Scheitelpunkt. Ja gut, oder ist es halt eine gestreckte Parabel? Nee, es ist keine verstreckte Parabel in dem Sinne. Es ist Ja. einfach nur echt eng am Scheitelpunkt. Die muss halt schon auf dem richtigen. Ja. Ja, das ist der Grund, weshalb man einen Parabolspiegel haben möchte und nicht irgendwie einen anderen Spiegel. Weil man dann das ganze Licht schön fokussieren kann. Warum? Nee, Das das war ist die falsche jetzt Taste. komisch, Ich ja. habe die falsche Taste benutzt. Kannst du bestimmt. Verdammt. Hast du nochmal die falsche Taste benutzt? So, was war jetzt Offensichtlich. noch? So. So, klar, das habt ihr ja gerade alle schon mal gesehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die Teile darauf zu kleben eigentlich. Also das sind halt so circa ein Quadratzentimeter große Spiegel, wie ihr ja alle gesehen habt, die auf 10 mal 10 ungefähr Quadraten zusammengeklebt haben. Ich glaube, es dürfte kein einziger Spiegel dabei sein, der wirklich quadratisch ist. Und wir haben auch festgestellt, dass es sehr große Fertigungsungenauigkeiten gibt. Wir haben auch einen wirklich dreieckigen Spiegel gehabt. Ja, der ist da wahrscheinlich sogar irgendwo drauf. Ich bin mir In da der jetzt aber Mitte, nicht sicher. glaube ich. In der Mitte. Nee, in der Mitte, die beiden komischen Punkte in der Mitte, an denen es anders spiegelt, das liegt daran, dass auf der Satellitenschüssel noch zwei Schrauben drauf sind, die wir einfach überklebt haben. Also, die ist halt an dem Gestell befestigt, was da hinten dran ist. Und ja, das haben wir einfach überklebt.
Dieses Bild, muss man sagen, ist von oben fotografiert. Darum sieht das alles drumherum komisch aus, wenn man so genau hinguckt. Und darum schwebt da ein Laptop. Der liegt auf dem Tisch. Ja. Nee. Ja, genau. Also der Fokus ist nicht direkt ein Punkt bei uns, weil wenn man sich das anguckt, die Quadrate sind jeweils quadratisch und selber nicht parabol und so weiter. Und wir gucken auch, also wir fokussieren auch auf die falsche Stelle eigentlich. Also wenn man sich mal so eine Satellitenschüssel anguckt, ist der Empfänger ja nicht da, wo wir das Stück ja, Holz gerade hingelegt haben, Holzwolle, sondern der ist ein bisschen weiter oberhalb und theoretisch vermute ich, dass es besser wird, wenn man dann noch so ein Käfigchen macht, wo man die Holzwolle reinlegen könnte oder das, was man anzünden oder erhitzen möchte, dass man dann einen noch kleineren Fokus, eine noch kleinere Fokusfläche hat. Dann kriegt man das da auch wieder weg, ohne sich die Finger zu verbrennen. Ja. Ich verbrenne mir auch so nicht die Finger. Also wenn man das heiß macht, dann wird auch der Käfig wahrscheinlich heiß. Ja, den Käfig kannst du ja aber mitnehmen, sozusagen wahrscheinlich. Also das wäre Ja eine klar, sinnvolle du kannst ja auch das Konstruktion. Stück Kohle mitnehmen. Das hat ja funktioniert. Ich will darauf hinaus, dass es dann, dass die Kohle dann Griffe hat zum Anfassen. Ja klar. So aus Ja. Holz oder so. Das kann man machen, das stimmt. Ja, also bei den 200 Watt, da kann man sich ungefähr vorstellen, da kann man auch andere Dinge mitmachen. Und 200 Watt, da braucht man halt schon ein bisschen Zeit, um Wasser zum Kochen zu bringen. Das heißt, wenn man das tatsächlich zum Kochen benutzen will, dann benutzt man größere mit mehreren Quadratmetern Fläche. Die gibt es aber auch zu kaufen einfach. Das nennt sich dann Solarkochen. Das ist auch ganz lustig, sowas habe ich mal in Berlin irgendwo rumlaufen sehen. Ja. Also nicht rumlaufen, aber Hier ja. ist dann mal ein Beispiel Grill. So, wir haben das tatsächlich zum Das Grillen ist benutzt. tatsächlich damit angezündet worden, darum sind da auch die gleichen Stücke Holz mit Wachs drumrum, Grillanzünder. Ja. Und Ja. an dem Termin ist jemand anderes, der heute glaube ich gar nicht da ist, Lichtfeind ist nicht da, ne? Ist Lichtfeind auf die Idee gekommen, man könnte ja theoretisch neben den Fokuspunkten so kleine Solarpaneele machen, die dann einen Motor ansteuern, sodass das Teil sich automatisch fokussiert, sobald man es grob fokussiert hat. Sodass nämlich, wenn der Fokuspunkt dann auf so einem Solarpanel ist, es den Motor so ansteuert, dass er dann weiter dreht. Und damit hätte man dann eine ziemlich gute Möglichkeit, ja, irgendwas heiß zu machen. Kann man sich ja aussuchen. Also, was so die Ideen im Moment sind, man könnte ja diese 200 Watt dazu benutzen, um Alkohol zu destillieren. Eine andere Idee wäre, ich meine, viele haben bestimmt MacGyver gesehen oder so, wir nehmen einen großen Stab aus einem Rubin, schön mit der richtigen Dotierung und allem, schön abgeschliffene Enden, und wenn man den dann mit dieser Energie befeuert, dann schafft man es vielleicht sogar einfach aus Licht einen Laser zu machen, den man sieht. Rein theoretisch. Ja, Rubin hat eine sehr hohe Verluste, aber es ist ausreichend, wenn man sieht. Es geht ja nur um den Show-Effekt, nicht um die Ja, praktische aber kann man immer Anwendung. noch nutzen. Ich hoffe, mit dem Laser wir das anzünden können. Bestimmt. Also dann würde man Neodym-Yag-Laser nehmen, die chromdotiert sind. Die sind aber infrarot, die sieht man nicht, aber man kann damit Dinge anzünden. Aber da gibt es tatsächlich Paper zu, die das beschreiben, wie man solarbetriebene Laser baut auf Basis dessen. Aber die sind, glaube ich, auch teurer, oder? Ein bisschen teurer als Ja, mal schauen. Aber ein Rubin-Laser wäre schon cool. Wenn noch jemand anders tolle Ideen hatte, was man damit machen kann, dann immer her damit. Ansonsten war Ja. das unser Vortrag mit Live-Demo.